Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Heute, 2.3.2023. Mein Name ist Nasila Jafari. Wir machen ein kurzes Marktupdate. Falls dich interessiert, freue mich total. Bis gleich. Ich habe heute viel Meeting und was passiert? Natürlich Fehlerteufel. Ich habe dieses Video gerade hochgeladen gehabt und ich habe es gemerkt. Naja, Technik hat versagt und hat keinen Ton gehabt. Daher musste ich nochmal machen. Sehr gerne für euch. Ich habe Gott sei Dank vorher auch nochmal in Instagram mitgeteilt, aber auch die letzten 5, 6 Videos haben wir alles besprochen. DAXI, Mindestmussziel bzw. der wichtige Bereich haben wir zigtausend Mal geredet und für mich Mindestmussziel 15.170 bis 15.070. Das entscheidet über mehr oder nicht. Und da haben wir heute punktgenau erreicht, 15.170 und heute ist Donnerstag. Bis spätestens Mittag solltest du deine Positionen abgesichert haben. Wie vorhin mitgeteilt, in Instagram habe ich heute Morgen direkt meine Positionen gezeigt, die wir immer wieder hier besprochen haben, und ich habe meine Positionen komplett abgesichert, weil diesen Seitwärtsmussziel, also seitdem hier oben, der Seitwärtsmussziel ist genau hier erreicht worden. So, wie gesagt, im Nasdaq, wenn du bitte letzte Sonntagsvideo anschaust oder die letzte 5 und 6 anschaust, wie du möchtest, im Nasdaq hat genau seit Sonntag oder seit letzter Woche genau das gemacht, was ich euch beschrieben habe. Also mit False Break, ne, Richtung 11.800. Das haben wir genau im Nasdaq gesehen, im Bereich 12.200. Hat wunderbar gedreht. Das war eine ganz klare Zeichen von der Markt. Ich will den Impuls weiterhin nach unten ziehen und das ist wunderbar erfolgreich für jemanden, der Gas reingeben will, Gas rausgeben will. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr mir auch noch schreibt. Vielen Dank für eure liebe Worte, vielen Dank für eure Feedbacks. Das freut mich total und das zeigt, dass du A, wirklich zugehört hast, selber Plan hast, selber Checkliste hast, selber Strategie gehabt hast. Wenn du in diesen Seitwärtsmarkt, der natürlich für viele Leute der schwierigste Markt überhaupt ist, haben wir darüber gesprochen, wissen wir, die Versagen in solchem Markt. Für mich ist eine von der coolsten Märkte, weil vorher Wissen und eben mit Checkliste, Plan, Strategie einfach handeln. Es könnte direkt dahin kommen, es hätte können genau das machen. Für uns, die Checkliste rettet immer, wenn es unten ist oder wenn oben ist, komplett unser Depot. Also Gas rein, Gas raus. Wir haben daher viel mehr Punkte gemacht, als überhaupt möglich war in diesem Markt. So, jetzt haben wir, wie gesagt, diesen wichtigen Bereich erreicht im DAX. Alles andere würde ich dann mit euch sehr, sehr, sehr gerne am Sonntag reden. Falls du in diesem Markt, trotz mich zu followen, immer noch kein Geld gemacht hast oder immer noch nicht gesehen hast, wo oben ist, unten ist, dann ist in deinem System absolute Fehler da drin. Dann kannst du bitte weder DAX noch irgendjemand noch der arme Broker dafür verantwortlich machen. Du funktionierst nicht. Ganz einfach, du funktionierst nicht. Du hast weder Plan noch Strategie und noch Checkliste und das ist natürlich fatal. Ich hoffe, dass weniger von euch zumindest mal das passiert ist, zumindest mal, wenn ihr mich followt und ich hoffe, dass heute alle achtsam bleiben. Denn wie gesagt, auch genauso wie im Nasdaq, hier entscheidet sich der DAXI, ob das jetzt einen größeren Impuls daraus macht, ja, oder genau diesen Bereich halten wird. Bitte achtet darauf, ganz genau, ganz wichtig, oben geht man short, unten
ist immer Achtung angesagt. Ich wünsche mir, dass ihr eine super schöne Restwoche habt und ich wünsche euch einen super schönen Tag. Bis zum nächsten Video am Sonntag. Freue ich mich drauf. Alles Liebe der Welt, eure Nazila.